Mittagessen. Wer hat Hunger? Kommt her, wir haben mehr als genug. Immer langsam, Schätzchen. Hier, bitte, mein Häschen. Oh, sind wir heute wieder pingelig? Du hast ja recht. Karotten, Salat und Äpfel. Lecker, lecker, lecker. Was? Aber... aber was willst du dann essen? Ich bin nicht sicher, ob ich das kochen kann. Also, ich will ja nicht, dass du verhungerst. Oh, meinst du nicht, ich kann dich mit diesem Salatblatt verführen? Oh, gut, ich koche dieses Rezept für dich. Entschuldige bitte, ich glaube, du hast dich vorgedrängt. Entschuldige, du hast einen Fehler gemacht. Weißt du, ich stand vor dir in der Schlange. Tut mir leid, habe ich nicht gemerkt. Ja, weiß ich auch. Oh, Verzeihung, Sir. Ja, was? Ich glaube, ich war noch vorher dran. Wie bitte, du willst Leber dran? Aber das hier ist doch der Spargelstand. Nein, ich sagte, ich glaube, ich war noch vorher dran. Oh nein, Liebchen, ich bin da schon längst dran. Das habe ich auch gesehen. Was gibt's denn hier Gutes? Hey! Tritt mal ein Stückchen zurück. Du kommst mir etwas zu nah. Aber... jetzt mal ehrlich, hast du nichts anderes zu tun, als Spargel zu kaufen? Oh, okay, ich hab's ja nicht eilig. Oh, Fluttershy, du darfst dich doch nicht so behandeln lassen. Oh, ist doch wirklich kein Problem. Es ist mehr als ein Problem, ein Riesenproblem. Du bist ein Pony mit einem Problem. Was für ein Problem? Oh, geh ruhig vor, Pinky. Du bist dran. Genau das. Das ist dein Problem. Du lässt dich von allen wie ein Fußabtreter behandeln. Ein Fußabtreter? Du machst dich zum Opfer, Schätzchen. Du musst mehr für dich selbst eintreten. Versprich es. Okay, ich versprech's. Oh, gut. Ist schon okay, macht ja nichts. Sieh hin und lerne. Halt, stehen bleiben, mein hübscher Hengst. Wer denn ich? Aber natürlich du. Hat dir noch nie jemand gesagt, wie hübsch du bist? Darauf ein sicheres Nein. Oh Mann, dann wird es Zeit. Lass mal ein paar deiner starken Muskeln für mich spielen. Du lieber Himmel, meinst du vielleicht, ein starker, gut aussehender Hengst wie du könnte meiner Freundin den Spargel überlassen? Ja. Ja. Siehst du, so schwer ist es gar nicht. Offensichtlich nicht. Also, na dann, was steht noch auf deiner Liste? Mal sehen, ich brauche auch noch Tomaten. Hier, bitteschön. Das macht aber zwei Münzen, nicht eine. Oh, aber letzte Woche habe ich nur eine bezahlt. Letzte Woche, heute ist heute. Okay, ich will mich nicht mit dir streiten. Sag mir mal, was du da machst. Mich um meine Angelegenheiten kümmern, solltest du auch tun. Zwei Münzen für Tomaten ist unverschämt. Eine Münze ist angemessen. Ich sagte, sie kosten zwei Münzen. Eine Münze. Zwei Münzen. Eine Münze. Zwei Münzen. Eine Münze. Zwei Münzen. Zwei Münzen. Eine Münze. Zwei Münzen. Eine Münze. Ich bestehe darauf, der Preis ist zwei Münzen. Eine Münze, das ist mein letztes Angebot. Schön, wie du willst, eine Münze. Siehst du, sich durchzusetzen kann Spaß machen. Ich glaube, ihr habt recht. Also, Fluttershy, hast du Lust, es zu versuchen? Okay. Ich brauche diese Kirsche. Toll, es ist ja noch eine Kirsche übrig. Ich koche nämlich ein besonderes Essen für mein Häschen. Er ist etwas pingelig und ich brauche eine Kirsche als Dekoration. Hier, bitteschön. Ach so, du brauchst also diese eine Kirsche ganz unbedingt. Oh ja, sie ist lebensnotwendig. Dann mach das zehn Münzen. Zehn? Oh hey, du gut aussehender Hengst. Ich weiß, du willst immer das Richtige tun, weil du so gut aussehend bist. Und starke, gut aussehende Kerle sind doch auch immer wahnsinnig hilfsbereit. Zehn Münzen für die Kirsche. Zehn Münzen für eine Kirsche ist unverschämt.
Weißt du was? Ich zahle dir 11 Münzen. 11 Münzen? Ich meine 9 Münzen. Momentchen mal. Okay, 12 Münzen. Das ist mein letztes Angebot. Ich glaube, du bist verwirrt. 12 Münzen. Oder wir lassen es. Okay, die nehme ich. Die gibst du ihm nicht. Eine Kirsche ist keine 12 Münzen wert. Ich habe doch nur gemacht, was du gemacht hast. Dein Versuch in allen Ehren, aber du solltest mit ihm keine Geschäfte machen und einfach weggehen. Aber mein Häschen wird noch verhungern. Er will nichts essen, wenn ich es nicht richtig zubereite. Ich brauche diese Kirsche, egal was sie kostet. Wenn das so ist, 20 Münzen. 20? Oh, aber so viele Münzen habe ich nicht. Na, dann lassen wir es eben. Ich gebe dir 2 Münzen für die Kirsche. Verkauft. Tja, Pech gehabt, Kindchen. Du lässt dich behandeln wie ein Fußabtreter. Tada! Hier bitte, Angel. Tut mir leid, dass die Kirsche fehlt, aber sonst ist alles so, wie du es wolltest. Angel? Oh, seht mich an. Jetzt bin ich wirklich ein Fußabtreter. Der unglaubliche Iron Will macht aus Fußabtretern Dynamitponys. Das Selbstbehauptungsseminar heute im Labyrinth-Center. Celestia ist meine Zeugin. Ich werde nicht länger ein Fußabtreter sein. Oh, entschuldigt. Und heute beginnt für euch alle ein neues Leben. Ich will hören, wie ihr stampft. Ihr habt es doch satt, Schwächlinge zu sein. Stampfponys, ihr wollt keine Fußabtreter mehr sein. Stampfponys, wenn ihr für dieses Seminar nicht bezahlen wollt. Das war vorhin kein Witz. Iron Will ist voll überzeugt, dass ihr mit dem Seminar zufrieden sein werdet und so gute Selbstbehauptungstechniken lernt, dass er euch anbietet, wenn ihr nicht zufrieden seid, auch nichts zu bezahlen. Und mir tut das Ponyleid, das an meinen Methoden zweifelt. Nun zu dir, zweifelst du? Nein, natürlich nicht. Nein, Sir. Das, meine Freunde, ist eure erste Lektion. Nie schüchtern sein, seht anderen in die Augen. Gut, um zu zeigen, dass Iron Wills Methode auch funktioniert, brauche ich einen Freiwilligen. In der letzten Reihe, du. Wer, ich? Ja, du. Iron Will will dich hier auf der Bühne sehen. Jetzt. Steht hier einer im Weg. Was hast du vor, dagegen zu unternehmen? Ich gehe höflich um ihn herum. Nein. Ich gehe auf Zehenspitzen um ihn rum. Nein. Ich gehe nach Hause und verschiebe es auf morgen. Nein. Wenn sich dir ein Pony in den Weg stellt, lässt du dir das nicht gefallen. Oh, Entschuldigung. Und nicht entschuldigen. Sei selbstbewusst. Nie entschuldigen, sondern lieber austeilen. Na. So passt du nicht auf, wo du stehst. Jetzt versuch du es. Das nächste Mal gehst du mir besser aus dem Weg, bevor wir zusammenstoßen. Denn es wird mir sowas von nicht leid tun, wenn das passiert. Hörst du? Seht ihr, meine Freunde? Meine Methode funktioniert bei diesem schüchternen Pony. Wieso sollte sie dann nicht auch bei allen anderen funktionieren? Gut, ich bin bereit, den heutigen Tag anzupacken, wie Iron Will sagt.
glaube fast, dass das zu viel Wasser für meine Petunien ist. So wie immer. Lass einen Profi in Ruhe arbeiten. Wenn du mich noch mal wie einen Fußabtreter behandelst, wird dir das leid tun. Naja, vielleicht haben die Petunien wirklich genug Wasser. Danke sehr. Ich glaub's nicht, es hat funktioniert. Das Showpony-Business ist echt hart. Na los, erzähl mir doch mal einen deiner Witze. Ich lache ganz bestimmt. Okay, okay, okay. Ein Esel und ein Maultier sitzen auf einer verlassenen Insel fest. Entschuldigt. Mach dir ein bisschen Platz, ich möchte gern vorbei. Ja, ja, eine Minute. Ich erzähle nur noch meinen Witz zu Ende. Und der Esel sagt zu dem Maultier... Ahem! Geht bitte zur Seite. Ihr steht mir im Weg. Ja, in einer Minute. Also sagt der Esel zu dem Maultier... Wenn sich dir ein Pony in den Weg stellt, lässt du dir das nicht gefallen. Das. Und das Maultier sagt... Ganz ruhig, Mädchen. Wir gehen ja schon, okay? Gut. Bitte. Und womit kann ich euch heute dienen? Was hat denn das zu bedeuten? Hast du mich nicht gesehen? Doch, kann sein, vielleicht. Wie bitte? Vielleicht lasse ich mir nicht gefallen. Stell dich hinten an. Das ist der Platz, wo du hingehörst. Hey, jetzt sieh dich nur mal an. Oh, na, das nenne ich doch mal Durchsetzungsvermögen. Fantastisch. Sieht aus, als würde sich der Monster-Workshop auszahlen. Iron Will ist kein Monster, er ist ein Minotaurus und seine Tipps sind wirklich hilfreich. Seht ihr, seine Methode funktioniert. Tja, ich muss zugeben, du hast dich tatsächlich total verändert. Du bist ja eine ganz neue Fluttershy. Ja, bin ich. Und die neue Fluttershy ist total begeistert von der neuen Fluttershy. Und die alte Pinkie Pie ist stolz auf die neue Fluttershy. Stolz wie Pinkpun. Willst du ein? Willst du mich etwa auslachen? Das macht mich echt wütend. Wiedersehen. Was für ein Tag. Taxi. Oh, das tust du nicht. Vordrängeln lasse ich mir nicht gefallen. Kein Pony schubst die neue Fluttershy herum. Kein Pony! Die alte Pinkie Pie ist nicht sicher, ob die neue Fluttershy doch so toll ist, wie sie dachte. Die alte Rarity denkt ähnlich. Du kannst es, neue Fluttershy. Dieser Tag gehört dir und kein Pony wird ihn dir wegnehmen, hörst du? Hab ich recht? Ja! Die falsche Post gebracht. Schon wieder. Oh. Die neue Fluttershy will nicht, dass du ihr ständig die falsche Post zustellst. Kapiert? Oh, habe ich was durcheinander gebracht? Das tut mir wirklich leid. Du entschuldigst dich? Ich bestrafe dich. Oh. Entschuldige, weißt du, wie ich zum Ponywildturm komme? Sicher, du gehst... Oh, das tut mir leid. Da brennt mir doch glatt die Sicherung durch. Fluttershy, aber was machst du denn? Das ist doch kein gutes Benehmen. Habt ihr gesehen, was er der neuen Fluttershy angetan hat? Er dachte, die neue Fluttershy wäre ein Fußabtreter. Nein, Süße, dachte er nicht. Wir haben alles beobachtet. Wir glauben, dass du mit deinem Selbstbehauptungstraining ein wenig zu weit gehst. Was? Ihr wollt nur, dass die neue Fluttershy auch ein Fußabtreter ist wie die alte. Aber die alte Fluttershy ist fort! Neue Fluttershy, alte Fluttershy. Was ist mit der freundlichen Fluttershy passiert? Diese Fluttershy wollen wir wiederhaben. Nein, ihr wollt die Waschlappen-Fluttershy, ihr wollt die Fußabtreter-Fluttershy, ihr wollt die Fluttershy, mit der man alles machen kann und die sich niemals beschwert. Bei den ganzen Fluttershys komme ich nicht mehr mit. Bitte hört auf. Werden die Dinge zu kompliziert für dein super kleines Gehirn, Pinkie Pie? So, du hörst jetzt auf damit. Diese kleinen
kleinliche Streiterei ist unter unserer Würde. Wieso denn? Ich dachte, kleinlich zu sein ist deine Baustelle. Wenn's um Mode geht, bist du furchtbar kleinlich. Hey, lass sie in Ruhe! Mode ist ihre große Leidenschaft! Oh, reden wir auch über deine Leidenschaft? Geburtstagskuchen, Partyhüte? Ich glaub's nicht, dass die beiden albernsten Ponys in Ponyville der neuen Fluttershy erzählen wollen, wie sie leben soll. Obwohl sie ihr eigenes Leben für Nutzlosigkeiten verschwenden, für die kein Pony auch nur einen einzigen Pfifferling gibt. Oh, es sieht so aus, als existiert nur noch eine böse Fluttershy. Oh, ich kann's nicht glauben. Was macht dieser Monster Will denn nur aus unserer Freundin? Iron Will ist kein Monster. Er ist ein Minotaurus. Ich bin das Monster. Fluttershy, bist du da drin? Hier sind Pinkie Pie und Rarity. Geht weg, bevor die böse Fluttershy wieder zuschlägt. Oh, Süße, wir alle haben Dinge gesagt, die wir bereuen. Gar nichts. Pinkie hat recht. Ich bin schuld an allem. Aber nur keine Sorge, ich komme nie wieder aus meinem Haus heraus. Alle Ponys werden sicherer sein, wenn ich und mein böses Mundwerk weggesperrt sind. Süße, Pinkie Pie gibt dir nicht die Schuld und ich doch auch nicht. Du hast nur zu viele schlechte Ratschläge von diesem Iron Will bekommen. Ja, er hat dich dazu gebracht, so super-duper durchzudrehen. Was ich sagen will, ist, es gibt andere Möglichkeiten, sich selbst zu behaupten, als andere anzuschreien. Ja, du kannst für dich selbst eintreten, ohne gleich unhöflich zu werden. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich bin zu weit gegangen. Immer wenn ich versuche, mich zu behaupten, werde ich zum Monster. Oh, Fluttershy, du bist doch kein Monster. Nein, aber der da. Ich bin Iron Will und ich bin Ponytrainer. Ein wirklich überzeugender Auftritt. Eure Freundin Fluttershy liebt die Methoden von Iron Will. Ich habe gehört, sie lässt sich inzwischen von keinem Pony mehr was gefallen. Also komme ich heute, um mein Honorar einzufordern. Fluttershy sollte diesem Ekelpaket nicht begegnen. Ich bin sicher, so ein tapferes, großes und mächtiges Monster, ich meine Minotaurus, wie du, braucht sein Geld nicht auf der Stelle. Komm doch am besten später wieder. Soll das ein Witz sein, Fluttershy's Zahlung ist überfällig. Iron Will will sein Geld. Unternimm was! Oh, soweit ich weiß, ist Fluttershy gar nicht zu Hause. Sie ist unterwegs und macht Blödsinn mit den Waldbewohnern. Gib uns ein bisschen Zeit und wir suchen Fluttershy. Iron Will hat auch noch ein paar Einkäufe zu erledigen. Ich werde heute Nachmittag wiederkommen. Das ist nur ein halber Tag. Wir brauchen aber einen ganzen Tag. Iron Will wartet einen halben Tag und nicht länger. Einen ganzen Tag. Halben Tag. Ganzen Tag. Halben Tag. Halben Tag. Ganzen Tag. Wir brauchen nur einen halben Tag und nicht länger. Ihr habt einen ganzen Tag Zeit und nicht weniger. Okidoki, wir sehen uns dann morgen. Warte, was? Ha, sieht so aus, als könnt ihr euch eure Suche sparen. Iron Will will jetzt kassieren. Wir hatten eine Abmachung. Du wolltest morgen wiederkommen. Wenn sich dir ein Pony in den Weg stellt, lässt du dir das nicht gefallen. Du bist mit deiner Zahlung im Rückstand. Du warst für allein Fußabtreter und Iron Will hat aus dir ein hartes und selbstbewusstes Wesen gemacht. Also bezahle Iron Will, was du Iron Will schuldig bist. Nein. Was hast du gesagt? Nein. Ich würde nicht gern mit dir tauschen. Iron Will bekommt jetzt sofort sein Geld, denn sonst erfährst du, was das heißt. Älter, sofort! Soweit ich weiß, hast du gesagt, dass die Ponys mit deinen Methoden zufrieden sein sollen, wenn sie dafür bezahlen. Nun, ich bin aber nicht zufrieden. Was soll das heißen, du bist nicht zufrieden? Jedes Pony, das ich kenne, war bisher zufrieden. Nun, dann bin ich eben die Erste. Aber da ich nicht zufrieden bin, will ich nichts bezahlen. Ist doch ganz einfach, oder? Bist du nicht doch ein kleines bisschen zufrieden? Ich meine, vielleicht kommen wir doch ins Geschäft. Ich meine, wir sind doch beide vernünftige Leute. Es tut
tut mir leid, aber nein heißt nein. Nein bedeutet nein, aha. Das habe ich noch nie von einem Pony gehört. Ich werde das nicht vergessen. Es ist ein guter Spruch für meinen nächsten Workshop. Du warst der Wahnsinn, Fluttershy! Du hast dich super toll behauptet. Und du hast dich nicht verändert. Du bist immer noch die alte Fluttershy, die wir so sehr mögen. Und die haben wir vermisst. Keine Sorge, die alte Fluttershy ist wieder zurück. Es tut mir leid, ich habe die Sache wohl etwas übertrieben. Freunde? Freunde? Liebe Prinzessin Celestia, man kann nicht immer für sich selbst eintreten, wenn man so schüchtern ist wie ich. Als ich es versucht habe, mochte ich das Pony nicht, zu dem ich geworden bin. Aber ich habe gelernt, dass man sich nicht verändern muss, um selbstbewusster zu werden. Jetzt weiß ich, wie man sich durchsetzen kann, ohne gleich unhöflich oder böse zu werden.